Die reiche Bürgerschicht ließ sich gerne ihre Familienwappen auf die Schlitten malen oder Schlitten in Form ihres Wappentiers herstellen. So wusste man gleich, wer auf den Schlitten gefahren kam. Überhaupt waren für Figurenschlitten Tiere und Fabelwesen sehr beliebte Sujets. Es wurden mit großer Kunstfertigkeit Tierkörper aus den Schlittenkästen geschnitzt. Und so fuhr man dann beispielsweise auf einem Löwen oder auf einem Greifen durch die verschneite Landschaft. Die Schlittenkästen wurden jedes Jahr überholt. Und somit ist die Bemalung heute meist dunkel und die ursprüngliche Farbe nicht mehr sichtbar. Auch die Kufen wurden regelmäßig ersetzt oder getrennt von den Schlittenkästen gelagert, weshalb heute teilweise nur noch die Schlittenkästen überliefert geblieben sind.